ein neues Video für euch. Und es geht um Sternzeichen. Ihr habt unser Sternzeichen-Umstelling sowas von gefeiert. Und deshalb machen wir jetzt die Erweiterung davon. Wir werden heute einen ganzen Tag lang nach unserem Sternzeichen leben. Also wir suchen wieder diese Bilder raus, wo immer ein Ding zu einem Sternzeichen steht. Dort suchen wir unser Sternzeichen raus und das müssen wir dann machen. Uns werden also Entscheidungen abgenommen und wir werden zu Dingen gezwungen, die wir womöglich nicht machen möchten. Ich bin schon super gespannt, wie der Tag verlaufen wird, was wir machen müssen, was wir essen müssen, was machen wir denn eigentlich alles? Oh, das bleibt noch spannend. Bleibt unbedingt dran, lasst einen Daumen nach oben da. Richtig, ihr seht schon, wir haben das komplett Falsche an. Unsere Sternzeichen sagen nämlich, dass wir ganz was anderes tragen müssen. Deshalb als erstes mal umziehen. Der Rock war schon mal eindeutig, für den habe ich mich schon entschieden. Aber bei den Pullis finde ich es noch ein bisschen schwierig. Eigentlich der, den ich schon die ganze Zeit anhatte, der passt richtig gut. Dann habe ich noch so einen, aber der hat ziemlich große Puffärmel. Das hatte sie nicht. Und der hier, der hat so einen Rollkragen. Das hatte sie auch nicht. Ich kann mich wieder mal nicht entscheiden. Sarina, welchen soll ich nehmen? In eine Uhr und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Musst erst sagen, wie alt du das bist. Das dauert mir zu lange. Ich behalte den an, den ich anhabe. Ich finde, der passt am besten. Mein Zwillingslook. Sieht doch eigentlich genauso aus wie auf dem Bild, oder? Was ist hier los? Okay, was das Outfit angeht, bist du wohl ein echter Zwilling. Fertig angezogen. Ich auch. Das Outfit kennt ihr ja schon. Das ist von unserem ersten Sternzeichen. Ich habe deine Haare in der Hand. Von unserem ersten Sternzeichen-Video. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wir verlinken es euch beim I. Wo ist das I? Hier. Beim I. Und in den Box. Und jetzt, Leute, geht's ums Frühstück. Die angeblich wichtigste Mahlzeit des Tages. Natürlich. Schau mal, das gibt's zur Auswahl. Das sieht ja alles so lecker aus. Ich will einmal alles, bitte. Wir testen nämlich natürlich wieder, ob die Sternzeichen auch recht haben. Also, ob die so zu uns passen. Weil eigentlich müssten wir uns ja intuitiv fürs Richtige entscheiden. Mal sehen. Ich würde die Waffeln nehmen. Oh, die sind lecker. Ich nehme, was ist das denn? Ich nehme entweder das dritte oder das ganz letzte. Okay, Auflösung. Daumen drücken. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Wo bin ich? Ich habe Tee. Da ist ja gar kein Essen dabei. Ein Minzblättchen. Ich habe Frühstück im Bett. Teilst du? Nein. Was wichtigste Mahlzeit? Tee? Wie kommt jetzt Tee? Ich habe Hunger. Ich habe ja noch gar nichts gegessen. Hier ist mal deine Tasse. Und wenigstens ist die Tasse schön. Prost. Es wurde jetzt doch Früchtetee, oder? Ich hatte keinen Pfefferminztee mehr. Schmeckt gut? Tee halt. Okay, du darfst jetzt noch gemütlich austrinken und danach machst du mir das Frühstück im Bett. Ich warte. Das wird ein richtiger Süßigkeiten-Overload, den ich für Sarina herrichte. Dazu gibt es noch Himbeermarmelade und natürlich... Und ich dachte mir, etwas Gesundes muss auch dazu. Ein Apfel. Knapp. Ich hoffe, sie ist zufrieden damit. Es sieht nicht ganz so aus wie auf ihrem Bild, aber das Wichtigste ist ja, dass ich sie jetzt aufs Bett bringe. Oh nein, das schaffe ich niemals mit einer Hand. Oh nein. Frühstücksexpress. Hier kommt dein Frühstück ans Bett. Oh, yummy. Da kriege ich einen Zuckerschock. Cheers. Den Apfel musst du aber auch essen. Ja, ja. Lecker. Oh, Leute, ich bin ein bisschen zu satt. Es ist Zeit für die nächste Sache. Zeit für ein Hobby. Vicky. Natürlich hast du gute Laune, weil du gerade das beste Frühstück deines Lebens gegessen hast. Okay, mal sehen, was das Hobby für uns bereithält. Hier. Oh, Hund, ich nehme den Hund. Okay, dann nehme ich... Ja, auf keinen Fall diese Hanteln. Ich nehme... Den Fernseher nehmen, Vicky. Nein, ich nehme Puzzle bauen. Okay, Auflösung. Ich habe... Switch. Ich habe... Nintendo spielen. Ich habe ein Skateboard. Nein. Aber wir haben so eins. Ja, das ist das Problem. Und man hat ja schon gesehen, wie gut Sarina damit fahren kann. Solltest du einen Schutzhelm aufsetzen? Die Schwalbe. Okay, bitte nicht übertreiben. Das Training wird fortgesetzt. Irgendwann wird es vielleicht wirklich dein Hobby. Okay. Hast du Knieschützer oder sowas? Nö. Die Sache ist nur die, ich muss erstmal das Skateboard wieder finden. Bin nicht sicher, ob es da drin ist. Ups. Was haben wir hier? Ich bin ein Glückspilz. Hier steht es einfach. Direkt neben den Weihnachtskugeln. Sehr gut. Ich bin schon auf dem Ziel gefallen. Ey, das fängt aber nicht gut an. Hast du ein Ziel? Ja, ich mache das Einzige, was ich mit dem Teil kann. Okay. Achtung, fertig. Warte mal, ich sitze noch gar nicht. Los.
sah gerade aus wie der größte Fail. Ja, vielleicht bist du schief drauf gesessen. Die armen Schuhe. Und los. Bremsen ist echt schwer, Alter. Ich habe gerade kurz Angst gehabt, ob diese Dinger hier gerade aufgeladen sind, aber es sieht gut aus. Just Dance? Nö. Nö. Ich will jetzt sicher nichts mit Sport spielen. Wie wär's mit Super Mario? Was sagt ihr eigentlich zu diesem wunderschönen, beglitzerten Controller? Habt ihr das Video dazu gesehen? Every time I see your face, I'm losing track of time and space. Weiter geht's mit dem Klebeband. It's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand. Wunderschön. Los geht's. Wer will das am Anfang auch überspringen? Hallo, ich will losspielen. Los jetzt. Ich bin Super Mario Profi, Leute. Kann sie da nicht rein? Nö. Wer ist der King? Das hole ich mir noch. Alle weg hier, ich komme! Ah, du musst da runter. Hallo. Ding, ding, ding. Okay, jetzt geht's um den Ort. Also den Ort, wo wir jetzt hinfahren und wo wir dann auch ein Fotoshooting machen. Echt jetzt? Ein Instagram-Foto. Ein Bild. Okay, das hier gibt's zu offen. Oh, ich will ein Meer. Ich auch. Aber da müssen wir echt lang fahren. Was machen wir, wenn jetzt echt Meer rauskommt? Sind die Grenzen überhaupt schon wieder auf? Nein. Okay, dann nehmen wir was Realistisches. Ich will auf keinen Fall das Fitnessstudio. Ich will auf keinen Fall das Fitnessstudio. Das Schloss ist schön. Oder der Stein. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Also, ich würde das Bett auch cool finden. Ich nehme den Wald. Ich nehme das Diner. Da gibt's Essen und ich bin hungrig, Leute. Schon wieder? Tee? Wir kommen jetzt Tee? Ich hab Hunger. Okay, Auflösung. 3, 2, 1. Ich hab den See. Ich hab den Spielplatz. Machbar. Ja, aber irgendwie haben wir nie das, was wir gerne hätten. Wir sind voll fail heute. Wir sind irgendwie nicht unser Sternzeichen heute. Ja, oder die haben das falsch gemacht. Wir müssen mal gucken. Vielleicht kommt bei uns gerade immer das Gleiche raus. Gerade war bei mir Widder und du wärst Schütze. Vicky hat den Spielplatz bekommen. Ich bin ja in meinem Ort angekommen und überlege gerade, ob Schaukel gehen soll oder zur Rutsche. Ich glaube, ich gehe zur Schaukel. Oh, das ist anstrengend, Leute. Ja. Und hier willst du ein Foto? Ja, hier. Das macht so Spaß. Ich liebe meinen Ort. Du bist so schnell, ich kann mich nicht abrutschen. Ja. Was geht? Mo, Vicky. Zeitlupe? Mama, ihr macht Zeitlupe. Hi. Schöne Fotos. Wer hat das früher auch immer gemacht? Sich ganz lang eindrehen und dann... Warte, das wird doch cooler. Nein, es sieht super schnell aus. Boah, ich bin richtig schwindelig. Weißt du, was jetzt passiert? Süßigkeiten. Was gibt's zur Auswahl? So, hier. Süßigkeiten. Das sieht alles richtig gut aus. Es gibt einen Donut, es gibt Eis, es gibt Skittles. Ich liebe Skittles. Es gibt Zuckerwatte, Gummibärchen, Schokolade, Eis, Lakritze. Also Lakritze ist das Einzige, was ich nicht will. Den Rest mag ich eigentlich. Okay, und ich möchte bitte nicht die weiße Schokolade, ja? Okay. Und magst du Lakritze? Nein, weiß nicht. Jetzt der große Moment. Was haben wir hier? Skorpion hat? Lakritze. Ich habe Lakritze. Oh, du hast weiße Schokolade. Nicht dein Ernst. Was ist da schiefgelaufen? Ich bin nicht mein Sternzeichen. Ich kündige. Okay. Muss ich das jetzt echt kaufen? Yep. Entschuldigung, habt ihr Lakritze? Lakritz direkt von mir. Oder vom Haribo was? Aber Haribo und das haben wir auch so. Ah ja, danke. Glaubst
oder glaubst nicht. Es gab nur weiße Schokolade, es gab keine Lakritze. Ich habe sogar gefragt, ich habe es auf Video. Was? Was hast du denn für ein Glück? Tja, leider keine eklige Süßigkeit für mich, sondern nur für dich. Na toll. Ich habe Junior für dich genommen. Das ist mit Knusperreis, das hört sich sogar lecker an. Und? Hm. Weiße Schokolade halt. Ich hätte lieber das ganze andere Zeug gehabt, was da war. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Handy gleich ins Wasser fällt. Ah! Muss man am Foto das Wasser sehen? Wäre wahrscheinlich gut, ne? Aber besser, das Handy fällt ins Wasser als die Kamera. Das Handy wassert dich. Das wunderschöne Wasser ist zwar nicht so viel und so groß wie auf dem Bild, aber das ist der Teich von meiner Oma.